Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Innenministerin Italiens und ich hatten heute einen sehr intensiven Austausch über die Sicherheitslage in unseren Ländern. Italien und Österreich verbindet eine starke polizeiliche Kooperation, einerseits im Kampf gegen die irreguläre Migration und andererseits auch im Kampf gegen die Schlepperei, die organisierte Kriminalität, den Drogen und den Waffenhandel. Gleichzeitig haben wir das Gespräch genutzt, um unsere gemeinsamen Positionen abzustimmen betreffend der Vorlagen der EU-Kommission betreffend Asyl und Migration. Auch hier verbinden Italien und Österreich starke gemeinsame Interessen, wenn es darum geht, einen starken Außengrenzschutz zu haben, wenn es darum geht, Asylverfahren zu beschleunigen und wenn es darum geht, vor allem auch Rückführungen schneller und effizienter durchführen zu können. Wir haben vereinbart, uns hier stark jetzt in die Verhandlungen einerseits einzubringen, aber vor allem auch gegenseitig abzustimmen, um hier den Positionen jeweils auch Nachdruck zu verleihen. Österreich ist Italien sehr, sehr dankbar für die gute und starke und intensive polizeiliche Kooperation, für ein herausragendes Krisenmanagement in der Zeit der schweren Phase des Coronaviruses März, April. Beide Staaten sind jetzt wieder davon betroffen, dass die Infektionszahlen steigen und auch hier wird es eine enge Kooperation geben zwischen Italien und Österreich in der Abstimmung der Maßnahmen, aber natürlich auch, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die Infektionszahlen sich nicht weiter ausbreiten. Sono stata molto lieta oggi di incontrare il ministro austriaco dell'interno, Karl Nehammer, e insieme alla sua delegazione, nonostante che siamo in un periodo di pandemia, ma era importante incontrarci perché si tratta di rendere ancora più efficaci e efficienti i nostri rapporti di collaborazione anche per quanto riguarda l'immigrazione clandestina. La nostra cooperazione transfrontaliera ha prodotto dei risultati proficui per quel che riguarda il contenimento dei flussi migratori illegali. E d'altra parte abbiamo discusso anche del progetto del patto asilo pervenuto dalla Commissione europea, abbiamo trovato dei punti di contatto e riteniamo che prioritario debba essere un intervento da parte dell'Europa sui paesi terzi per evitare quelle che sono le migrazioni in misura così elevata al di fuori dei numeri consentiti per ciascuno Stato. Abbiamo anche parlato dell'ottima collaborazione tra le nostre forze di polizia per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata e anche per contrastare i traffici illeciti che ci sono tra i nostri paesi. Quindi nello spirito di massima collaborazione abbiamo ascoltato anche quelle che sono state le proposte fatte di accedere a questa piattaforma informatica predisposta dall'Austria e ci siamo riservati tutti gli opportuni approfondimenti ritenendo che comunque possa essere una strumentazione idonea a rafforzare i nostri rapporti di cooperazione. Grazie.